Hi, I'm Martin Weidt und ich leite die Schwimmschule Schwimm in Bad Füssing. Mein heutiges Thema ist elternbegleiteter Schwimmkurs. Warum? Viele Eltern fragen mich, wann ist es am besten mit dem Schwimmkurs anzufangen? Wann sind die Kinder bereit? Ist es gut, wenn ich dabei bin oder lieber doch nicht? Und ich finde, das allerschönste Möglichkeit, was man für die Kinder und für uns alle auch machen kann, ist dieser elternbegleitete Schwimmkurs. Ich biete Kurse auch ohne Eltern ab 4 Jahre alt und das ist machbar. Ich kann es, es ist gut, ich kann gut die Kinder motivieren. Allerdings, sehr oft sind die Kinder, besonders in dem kleineren Alter, überfordert mit der Situation. Die schaffen es, aber trotzdem, da ist zu spüren, da ist ein gewisser Druck, die nicht haben müssen. Darum geht es jetzt gerade in dieser Videobotschaft. Weil für die Kinder, es ist zum ersten Mal diesen dahingestellt mit einem gewissen Druck. Zum ersten Mal gehen die zu einer Gruppe, die kennen die anderen Kinder nicht, die kennen auch mich nicht. Die wissen, die sind jetzt in einem Schwimmkurs und da ist eine Erwartung. Eine Erwartung, ein Druck erwartet, ich muss etwas lernen. Und das sind so viele Komponenten, womit die Kinder dann klarkommen müssen. Und manchmal tut mir das wirklich leid und ich wünsche mir für die Kinder, gerade für die Kleinen oder für die Sensitiven, dass die einen sanfteren Anfang zum Schwimmen hätten. Und deswegen, ich versuche euch jetzt zu motivieren, ganz viele Eltern. Es ist nichts Böses, nichts Schönes und ihr macht nichts, ihr unterfordert die Kinder nicht, wenn ihr einen elternbegleiteten Schwimmkurs besucht. Im Gegenteil. Ihr seid dabei, ihr verbringt auch Zeit zusammen. Das ist sehr wichtig, dass die Eltern zusammen mit dem Kind etwas erleben, im gleichen Moment ein Erlebnis bekommen. Und das haben die beide zusammen geschafft, ein Team. Und gleichzeitig, ihr habt es auch so ein bisschen unter Kontrolle. Ihr wisst, was wir da gemacht haben, was können wir auch zu Hause für eine Hausaufgaben bewusst und geziert machen, dass wir die Kinder auch nicht unterfordern, nicht überfordern, sondern begleiten, dass die schaffen, gut auf eine sanfte Art und Weise das Schwimmen. Und keiner sagt, dass die Kinder etwas weniger lernen, wenn die Eltern dabei sind. Natürlich gibt es auch Kinder, wo man weiß, oder die Eltern wissen sofort, dass das ist nichts für uns, weil mein Kind, wenn ich dabei bin, dann hängt nur an mir oder andersrum, der wird einfach nicht zuhören. Aber für ganz viele Kinder wäre das das beste Anfang. Es ist für euch gut. Ihr wisst, wer ich bin, was ich da mache, wie die Kinder sich verhalten, wie es da ausschaut, wie die Abläufe sind. Für die Kinder, die lernen sehr oft auch mit den anderen Kindern, die genau in dem gleichen Kurs zusammen sind, auch mit den anderen mit zu agieren im Wasser. Und sehr oft die Gruppen gehen dann auch weiter und die Kinder, die entwickeln sich auch gleichzeitig, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft. Die machen dann auch den nächsten Kurs zusammen. Und das muss gar nicht der nächste Anfängerschwimmkurs sein, sondern sehr oft sind das die Aufbaukurse oder sogar. Ich habe auch sehr viele Kinder, die schon in elternbegleitenden Schwimmkurs innerhalb 12 Stunden oder 12 Dreiviertelstunden haben geschafft, ein Seepferdchenabzeichen zu machen. Obwohl das gar nicht das Ziel des Kurses ist. Ziel des Kurses ist, dass die Kinder sich selbst retten. Das ist das Allererste, das Allerwichtigste für uns alle. Dass ihr wisst, mein Kind, wenn ins Wasser fällt, jemand schubst ihm ins Wasser, mein Kind weiß, was passiert, wenn ich ins Wasser falle, dass ich kurz unter Wasser komme, dass ich unter Wasser schauen kann, mich orientieren kann, nicht einatmen, sondern lieber ausatmen und dann mit gewisser Bewegung komme ich wieder zum Rand. Ich kann mich selber retten. Und sehr oft, eigentlich immer, schaffen wir mehr als das. Und wie gesagt, das wünsche ich mir für ganz viele Kinder und für uns alle natürlich auch für mich, weil ich weiß dann, was für Kinder jetzt kommt in den Aufbaukurs oder für diesen Seepferdchen-Schwimmkurs. Und das ist ganz tolle Sache. Die Kinder sind auch sehr stolz. Ich habe das mit Mama geschafft und ich kann das jetzt. Und das wird jetzt toll, weil ich bin stolz auf mich. Ich kann es auch alleine. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Und ich möchte euch ganz gerne motivieren. Ich schicke euch ein paar Fotos und ich werde noch einen Bericht dazu schreiben, der sehr wahrscheinlich hier unter dem Video ist. Und ich freue mich, dass mehr Eltern ein bisschen Mut nehmen und Lust nehmen, etwas noch aktiver mit den Kindern zu machen und uns alle zu unterstützen in so alles wichtige und schöne Sache wie Schwimmen ist. Ich bedanke mich und ich wünsche euch einen schönen Tag.